Ich bin tief besorgt über die sich schnell verschlechternde Sicherheitssituation im Irak, einschließlich der Berichte über Massenhinrichtungen durch den Islamischen Staat Irak und Syrien, die ISIS. Es besteht ein wahres Risiko für ansteigende Gewalt von massivem Ausmaß im Irak und über die Grenzen hinaus. Ich fordere alle Regierungsmitglieder, die politischen, religiösen Leiter des Staates sowie deren Gefolgschaft auf Vergeltungshandlungen auszuschließen und in einem gemeinsamen Anliegen zusammenzukommen, um diese gemeinsame Bedrohung auszuschließen. In Syrien bin ich sehr betrübt, dass das Jahr im vierten Jahr Leid ertragen muss. Die Syrer leiden weiterhin diese schwierige Situation, wie im neuesten Bericht der Untersuchungskommission dargelegt, der heute dem Menschenrechtsrat vorgelegt werden soll. Es ist unabdingbar, dass alle Regierungsakteure und Beteiligten der syrischen Parteien gemeinsam daran arbeiten, eine friedliche und politische Lösung zu finden. Die irakische Regierung sollte einen Staat bilden. Ob es ein sunnitischer, schiitischer, kurdischer ist, dieser Staat sollte in der Lage sein, harmonisch zusammenzuleben, im Respekt der Menschenrechte und der Werte der Vereinten Nationen. Das ist das Wesentliche, worauf es ankommt. Wenn etwas davon nicht erfüllt ist, dann führt das zu Problemen wie denjenigen, die wir im Moment sehen. Und ich bin deswegen sehr besorgt über das, was hier und da passiert in Afrika, im Nahen Osten und anderen Orts. Daher ist es jetzt offensichtlich ganz wichtig, dass alle Staats- und Regierungschefs der Welt darauf achten, ob es eine Möglichkeit besteht, ob Menschen leiden, ob sie unzufrieden sind. In der Ukraine verurteile ich die ansteigende Gewaltsamkeit einschließlich der Zerstörung des ukrainischen Flugzeuges wie auch den Angriff auf die russische Botschaft in Kiew. Denn all das erhöht die Spannung. Alle Parteien sollten zur Deeskalation der Situation führen, damit die Ukraine von den Schwierigkeiten wieder zu einer Lösung durch Verhandlungen und Dialog kommen kann.